Hallo Leute, in diesem Video ein paar Worte zu den regulären Ausdrücken unter der Debian Shell. Mit regulären Ausdrücken kann ich Dateien oder Verzeichnisse quasi beschreiben, wenn mehrere einen ähnlichen Namen haben oder einem bestimmten Muster folgen. Probieren wir nun einmal den Befehl mkdir. Ordner unterstrich geschwungene Klammer eins zwei drei geschwungene Klammer zu, Enter. Jetzt hat er mir hier Ordner mit den jeweiligen Endungen hier gemacht. Der vordere Teil bleibt gleich und der ändert sich quasi je nach Beistrich. Probieren wir einen ähnlichen Fall, indem ich das Ganze setze von 4 bis 9 und schauen, ob er das nimmt. Okay, das hat er mir jetzt quasi in der Kommandozeile nicht interpretiert. Probieren wir jetzt das einmal so. Gut, das funktioniert auch nicht. Probieren wir mal eckige Klammern und schauen, was er mir hier gemacht hat. Okay, er legt mir jetzt einfach nur den Ordner an. Probieren wir ein anderes Beispiel und sagen wir remove directory. Ordner Stern. Jetzt löscht er mir alle Ordner. Es ist nur mehr eine Datei übrig. Alles, was mit Ordner beginnt und hier mit einem beliebigen Inhalt quasi am Ende aufhört, einer beliebigen Zeichenfolge nach dem R, wird bei einem Stern quasi entfernt. Jetzt legen wir hier uns wieder Ordner an, geschwungene Klammer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 und sagen remove directory, Ordner, Fragezeichen. Sind auch alle weg. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal, geben 10, 11, 12 dazu, schauen uns das an und löschen das wieder mit einem Stern. Was wird jetzt passieren? Er löscht nur die mit einem Zeichen. Ein Fragezeichen steht genau für ein Zeichen. Ein Stern beispielsweise für beliebig viele Zeichen. Ich kann natürlich auch mit Stern versuchen, alles zu löschen. Schauen wir mal, ob er die Verzeichnisse gelöscht hat. Ja. Machen wir noch ein paar Testordner. In verschiedenen Varianten. So, und sagen rmdir Ordner unterstrich eckige Klammer auf a b. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Gut, hier merken wir keinen Unterschied. Probieren wir das zu verschachteln mit einem Stern. So, jetzt haben wir einen Ordner weniger. Und zwar genau den hier. Jetzt wird quasi nach der Zeichenfolge AB gesucht.
Und da, wo die Zeichenfolge AB, A oder B irgendwo vorkommt, dieser Ordner wird sozusagen ausgemistet. Probieren wir jetzt noch einen Stern dahinter zu setzen. Gut, sind natürlich wieder alle weg. Weil A und B hier dazwischen kommt überall irgendwo vor, zumindest eines von beiden. Dann machen wir uns noch ein paar Testordner. Und jetzt auch mit anderen Buchstaben. Und sagen nun AMDIR Ordner unterstrich Stern Rufzeichen für nicht bzw. keines, nicht A bis C, Klammer zu. Schauen wir, was passiert. Jetzt wird alles, was nicht A bis C beinhaltet, sozusagen getötet. Die drei zum Beispiel. Legen wir uns die Ordner von vorher wieder an, um eines zu demonstrieren. Hier sollte auch einmal diese Dachantaste funktionieren. Schauen wir mal, ob das geht. Und machen wieder ein LL. Ja, das funktioniert genauso.